einem schönen Sommertag spazierte ich am Strand, als plötzlich dort im Dünensand ich eine Kiste fand. Ich ging heran und öffnete sie, und wisst ihr, was ich sah? Das längst Vergessene war plötzlich wieder da. Ja, das längst Vergessene war plötzlich wieder da. Ich nahm das Ding und fuhr damit direkt zur Polizei. Dort sah man es verwundert an und rief den Chef herbei. Der Chef, der schrie, verhaftet den Kerl, beschlagnahmt sein Gepäck. Da griff ich schnell nach dem und rannte wieder weg. Ja, da griff ich schnell nach dem und rannte wieder weg. Ja, das Ding, das Ding, das Ding, was ist das Ding für ein Ding? Ja, das Ding, das Ding, das Ding, was ist das Ding für ein Ding? Am Abend, als es dunkel war, im schwachen Mondenschein, da traf ich endlich mit dem Ding bei mir zu Hause ein. Die Kinderschar, die rannte davon, und meine Frau rief aus: Was willst du denn mit dem? Das kommt mir nicht ins Haus. Ja, was willst du denn mit dem? Das kommt mir nicht ins Haus. Da nahm ich mir ein Herz und schlich in einen Wald hinein. Und dort an einem stillen Ort, da grub das Ding ich ein. Jetzt war mir endlich leicht ums Herz, doch kurz war nur mein Glück. Mein Hund, der brachte das am anderen Tag zurück. Ja, mein Hund, der brachte das am anderen Tag zurück. Ja, das Ding, das Ding, das Ding, was ist das Ding für ein Ding? Ja, das Ding, das Ding, das Ding, was ist das Ding für ein Ding? Der Geschichte ist, verehrtes Publikum, ich laufe nun Jahr ein, Jahr aus mit diesem Ding herum. Und gehe ich zum Petrus hinauf, da wird's da ähnlich sein. Der sagt mir dann mit dem, kommst du hier nicht herein? Ja, der sagt mir dann mit dem, kommst du hier nicht herein? Ja, der sagt mir dann mit dem, kommst du hier nicht herein? Ja, der sagt mir dann mit dem, kommst du hier nicht herein? Ja,